Forschung in der Medizin. Wo gibt es neue Erkenntnisse? Im Gespräch der Nobelpreisträger für Medizin, Erwin Neher. Herr Professor Neher, wer heute in der westlichen Welt geboren wird, hat gute Chancen, 100 Jahre alt zu werden. Aber welche Herausforderungen bringt denn das für die Medizinforschung mit sich? Nun ja, ein hohes Alter ist natürlich wünschenswert, aber eigentlich ist der Mensch nicht dazu gebaut, so alt zu werden. Nicht wahr? Unsere Vorfahren wurden teilweise nur 40, 50, 60 Jahre. Und die Medizin steht natürlich vor den Herausforderungen, dass einmal im Alter verschiedene Krankheiten, zum Beispiel Krebs, degenerative Erscheinungen, immer häufiger werden. Und sie muss halt gewährleisten, dass die zusätzlichen Jahre für den Einzelnen ein Gewinn sind und nicht durch diese ganzen biologischen Probleme sozusagen in Frage gestellt werden. Kann die Forschung das wirklich leisten? Ja, die Forschung ist dabei, für viele Dinge Lösungen zu finden, für viele Dinge Verbesserungen zu finden. Natürlich sind die zwei großen Probleme Krebs und neurodegenerative Erkrankungen. Ich bin kein Spezialist auf dem Gebiet, nicht wahr? Aber was ich sehe, was Kollegen machen, bin ich doch recht zuversichtlich, dass in all diesen Gebieten Fortschritte zu erwarten sind. In welchem Bereich erwarten Sie den Durchbruch in der medizinischen Forschung in den nächsten Jahren? Was glauben Sie, wo wird was passieren? Nun ja, ich glaube, dass vor allem offensichtlich werden wird, dass Krebs zum Beispiel ein sehr vielfältiges Leiden ist. Man kann nicht von dem Krebs sprechen und auch nicht von dem Prostatakrebs, sondern praktisch jeder Krebs in jeder Person hat seine Individualität. Und die neuen Methoden der genomischen Analyse ermöglichen doch, das sehr viel stärker zu differenzieren und dann eben Therapien zu entwickeln, die für einen Krebs einer gewissen Person wirksam sind. Sie selber haben ja 1991 den Nobelpreis für Medizin bekommen, zusammen mit Bert Sackmann. Bert Sackmann, ja. Ja. Mhm. Können Sie in einfachen Worten erklären, wofür Sie den Nobelpreis bekommen haben? Wir haben den Preis bekommen für die Entdeckung der sogenannten Ionenkanäle. Ionenkanäle sind porenartige Moleküle, die in den Membranen, also den Umhüllenden unserer Zellen, zum Beispiel Nervenzellen, sitzen und auf bestimmte Reize öffnen und schließen können, sodass Ionenströme, also unsere Körperflüssigkeit enthält geladene Teilchen, Ionen, dass diese zwischen dem Zelläußeren und dem Zellinneren wandern können. Und es hat sich eben herausgestellt, dass diese Ionenkanäle eine große Zahl von Funktionen übernehmen in allen möglichen Geweben. Nicht nur Transport, also in der Niere zum Beispiel sind sie wichtig für den Flüssigkeitstransport, aber in den meisten Zelltypen sind sie wichtig als Signalträger, um sozusagen zwischen dem Zellaußenraum und dem Zellinnenraum Signale zu transportieren. Das heißt, mit dieser Erkenntnis, die Sie dann gewonnen haben, kann man auch Krankheiten viel gezielter bekämpfen? Was wir praktisch gemacht haben, ist, wir haben eine Methode zur Verfügung gestellt, dass man die Ströme durch diese Kanäle etwa 100 bis 1000 Mal besser, empfindlicher messen kann, als das zuvor möglich war. Und dadurch kann man auch die Ströme durch einzelne solche Poren messen. Also wenn die an- und abschalten, wenn die öffnen und schließen, dann sehen wir schrittartige Änderungen im Strom. Und die genaue Analyse dieser Ströme ermöglicht eben, die Wirkungsweise der Medikamente sehr viel besser zu studieren und auch Ideen zu kriegen, um neue Medikamente zu entwickeln. Ein Leben in Gesundheit wünschen wir uns logischerweise alle. Aber die Herausforderungen in den Entwicklungsländern sind ganz andere als in der westlichen Welt. Wie muss sich da die Medizinforschung darauf einstellen? Wir hier, vor allem an diesem Institut, sind mit Grundlagenforschung beschäftigt, also mit Gewinnen neuen Wissens, was irgendwann eben auch eingesetzt werden kann für zur Lösung angewandter Probleme, zum Beispiel medizinischer Probleme, nicht wahr? Und in Entwicklungsländern, nehme ich an, kann man sich
oft den Luxus dieser Grundlagenforschung nicht leisten, sondern muss sehr viel mehr natürlich auf Lösung der dort anstehenden Probleme, die Tropenkrankheiten oder andere ortsspezifische Probleme, um das Wissen, was so die Wissenschaft im Laufe der letzten 100 Jahre erarbeitet hat, um dies für die speziellen Bedürfnisse dieser Länder einzusetzen, auszunutzen. Geforscht wird heute auf globaler Ebene. Netzwerke sind ganz wichtig, gerade auch im wissenschaftlichen Bereich. Warum ist das so wichtig? Können Sie das erklären? Warum ist das so wichtig? Ja, weil wir praktisch alle an einer Aufgabe arbeiten, nicht wahr? Die Aufgabe ist, die Lebensprozesse zu verstehen auf der Grundlage physikalisch-chemischer Prozesse. Man muss einfach auf den Erkenntnissen der Kollegen sowohl früherer Arbeiten als auch der Arbeiten, die im Augenblick ablaufen, auf der Basis dieses Wissens muss man versuchen, möglichst ein Steinchen hinzuzufügen. Die diesjährige Nobelpreisträgertagung in Lindau ist der Medizin gewidmet. 24 Nobelpreisträger werden in Lindau am Bodensee sein, Sie auch. Mhm. Darunter aber auch viele 100 Nachwuchswissenschaftler. Ja, Warum sind diese Treffen so wichtig? Nun ja, ich meine, die Tagung hat sich entwickelt. Die war ursprünglich wohl mehr gedacht als ein Treffen unter Nobelpreisträgern, um mit wissenschaftlichen Kollegen zu sprechen. In den letzten 10, 20 Jahren ist vor allem der Gesichtspunkt herausgearbeitet worden, dass Nobelpreisträger mit jungen Wissenschaftlern, also Studenten, teilweise auch Schülern, sich unterhalten. Einmal, Interesse an den Naturwissenschaften zu schaffen, um den jungen Leuten ein bisschen beim Start zu helfen, ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg zu geben, nicht wahr? Und auch für die Preisträger selber ist es interessant, nun mal zu hören, was junge Leute darüber denken, was geforscht werden soll oder wie man es macht oder was vielleicht anders gemacht werden sollte in der Forschung. Diese Begeisterung für die Wissenschaft, wird die heute ausreichend vermittelt? Was meinen Sie? Nun ja, ich meine, die nachwachsende Generation, die ist natürlich vielfältigen Ablenkungen ausgesetzt. Nicht wahr? Internet, Computerspiele, alle diese Kommunikation, Fernsehen vor allem, nicht wahr? Die nimmt natürlich viel Zeit weg und führt oft dazu, dass die Kinder und Jugendlichen sich nicht mehr mit dem beschäftigen, ja, was aus ihnen selber kommt, nicht wahr? Das Interesse an naturwissenschaftlichen Dingen wird dabei oft überdeckt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass einige Zeit lang die Studierendenzahl in den Naturwissenschaften stark zurückgingen. Aber inzwischen gibt es ja eine ganze Menge an Initiativen, die versuchen, dieses an sich natürliche Interesse, was Kinder an der Umwelt haben, zu fördern, nicht wahr? Und dann später eben auch das Interesse an der Wissenschaft wachzuhalten. Also zum Schluss unseres Interviews doch noch ein bisschen optimistische Töne. Schönen Dank für das Gespräch. Danke auch.